Die Künstlerin Frau Schau stellte ihre Kunstwerke im Kreishaus aus. Aus Gemüseresten schnitt sie ihre Kunstwerke. 28 Fotografien ihrer Schnitzereien konnte man bewundern. Dr. Elfi Krajewski war die Laudatorin. Schönen Dank, ich danke Ihnen. Viel Erfolg. Sieht sehr schön aus. Wann kommt denn? Wann kommt denn? Diesen Sonntag. Kreismusikschule Goslar. Und wir tun das noch einmal mit einem ganz herzlichen Dankeschön, dass Sie am heutigen Abend zu uns gekommen sind. Und Frau Brockhaus ist hier die Leiterin der kleinen Gruppe und ganz herzlichen Dank. Ja, zur letzten Kunstausstellung dieses Jahres. Ihnen allen im Namen des Landkreises ein herzliches Willkommen. Ja, besonders gerne begrüße ich die Kinder, und es sind einige da, denn was wäre eine Ausstellung mit Märchenbädern ohne Kinder? Ich glaube, es werden auch noch einige Kinder kommen. Ich freue mich, dass der stellvertretende Landrat, Herr Brennicke, Zeit gefunden hat, gemeinsam mit uns diesen Abend zu genießen. Herr Brennicke, danke. Dass die Integrationsbeauftragte der Stadt Goslar, Frau Galina Gerhardt, bei uns zu Gast ist, freut mich ebenso. Sie sitzen hier irgendwo, da Sie sind, also herzlich willkommen ebenfalls. Und Frau Schulte ist auch hier, das ist die Leiterin der Kreisvolkshochschule, hat auch gewunken, da sitzt sie, prima, auch Sie sind da, haben sich Zeit genommen. Ja. Also Frau Galina Gerhardt ist da, denn es geht bei uns am heutigen Abend international zu. Gäste aus China, dem Irak, Litauen, Sri Lanka, Syrien und Vietnam bereichern durch ihre Anwesenheit unsere märchenhafte Bilderschau. Seit nun einigen Jahren steht hier im Forum zur Adventszeit ein Tannenbaum, der mit seinen Lichtern eine vorweihnachtliche Stimmung ins Kreishaus zaubert. Heute bin ich überrascht,
zu sehen, dass im Forum ein kleiner Weihnachtswald steht. Ob der heilige Nikolaus, dessen Fest wir am heutigen Abend feiern, hier im Forum per Wunder gewirkt hat, wer weiß. Dass der Heilige aber als Gartenbringer für Jung und Alt bekannt ist, bezweifelt niemand. Bei besonderen Anlässen kann es geschehen, dass der Heilige geheime Aufträge an auserwählte Personen erteilt. In unserem Fall an die Künstlerin Tran Schau. Sie soll, so der Nikolaus, mit ihren farbenprächtigen Märchenbildern unser aller Herz erfreuen und dazu anregen, die Welt der Sagen und Märchen wieder zu entdecken und auch nachzulesen. Ich begrüße nun recht herzlich Frau Tran Schau. Thank you.